Wir sind wieder zurück bei einer weiteren Folge von Let's Play PlayerUnknown's Battlegrounds. Wir spielen jetzt Zombie-Modus und ja, das wird lustig. Will mir einer erzählen, was wir jetzt vorhaben? Ja, Tobi, was haben wir denn vor? Special-Runde! Geil! Ja, Tobi, du musst das erzählen, weil du bist ja gerade Anmoderator. Ja, du bist ja alle in der Ego-Perspektive. Ja. Achso, bitte okay. Nicht. Nein, wir werden uns jetzt gleich aufteilen. Also wir spielen zwar schon im Squad, aber wir werden alle woanders da abspringen, unseren Discord muten und gucken, was passiert. Das heißt, Alter, jeder ist auf sich allein gestellt und ich möchte schon mal vorwarnen, ich habe echt gar keine Ahnung vom Spiel und ja. Die anderen spielen sehr regelmäßig und also das Ding ist, wir können uns zwar sehen, na klar sind wir im Squad, aber das ist halt, das haben wir so gemacht, damit halt, falls jetzt jemand steht, der bei dem anderen zuschauen kann und der dann nicht einfach jetzt so irgendwie da rumhockt, das wäre ja auch irgendwie blöd. Aber wir versuchen halt nicht darauf zu achten, wo die anderen sind. So. Aber es könnte ganz interessant werden, ne? Also, gibt es denn einen Moment, wo wir sagen, da, ab da treffen wir uns dann irgendwo? Naja, früher oder später, wenn die Zone kleiner wird, müssen wir uns ja sowieso, also dann treffen wir ja sowieso auseinander, ne? Also, und wenn wir zu viert aufeinander treffen, dann machen wir Discord wieder an, ne? Naja, wenn wir zu viert zusammen sind, so lange machen wir das immer mit Game Chat. Okay. Dann können wir einfach dann Game Chat machen. Ich bin froh, ihr habt gerade wahrscheinlich Voice aus, ne? Ja, ja. Machen wir so, sobald wir im Flugzeug sind, machen wir uns stumm? Okay. Ja. Okay. So machen wir's. Oh Gott. Wir können ja da im Flugzeug noch über Voice. Ich hab keine Ahnung, wo ich abspringen soll. Ich hab einfach keinen Plan. Alter, das wird so geil. Sollen wir uns jetzt schon mal dann muten? Ja, aber ich werde euch vermissen. Vor allem, das ist die erste HWSQ-Folge, dass wir nicht miteinander quatschen. Bitte bleibt am Leben. Tobi, ich bring dich um, okay? Okay, dann. Ja, geil, kann ich dich auch. Mann, ich loote Käsekuchen. Ich hasse dich. Eirang ist scheiße. Boah. Das hab ich noch gehört. Okay, bis gleich. Oh, ich wollte Verbindung trennen, das mache ich nicht. Bis gleich, tschö. So, da bin ich jetzt und wir sind jetzt alle auf uns allein gestellt. Alter, könnt ihr meine Fresse halten? Ich versuche jetzt zu schlafen im Flugzeug. Ja, ich habe Urlaub gebucht. 2 Wochen Shanghai, ja. Hör mal, also ganz ehrlich, Leute, ich finde das richtig scheiße, dass hier so eine Scheiße gelabert wird, Mann. Ich will Gulasch. Geil, Curry, geil. Okay, ja. Ey, Tobi, ich bin nicht dumm, okay? Ja, geil. Alles klar, ab geht's. So, ich habe keine Ahnung, ob das gut ist. Ciao, Freunde. Das ist wahrscheinlich total doof, was ich gerade mache. Ich habe mir einfach was Kleines gesucht und versuche dann ganz schnell irgendwie in die Zone zu kommen. Ich brauche auf jeden Fall ein Auto. Wir sind immer noch 4 gegen alle 100 Zombies. Und das war bestimmt eine scheiß Idee. Es war 100 Pro. Das ist so eine scheiß Idee. Diese Runde ist eine scheiß Idee. Wer kommt denn da sowas? Oh. So, und jetzt in zirkulierenden Bewegungen. So, zum Glück hier ist. Oh, da steht alles unter Wasser. Ich kenne mich mit der Map halt null aus. Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist noch ein Jeep. Ich weiß gar nicht, fahren die? Nee, ne? Da ist noch ein Wohnmobil. Ich glaube, mit dem Jeep hier kann ich. Wenn ich mit dem fahren kann, dann das wäre natürlich geil. Aber wahrscheinlich könnt ihr alle auch drauf. Okay. First Person mache ich, wenn dann nur Just for Fun. Ich hoffe, mir ist keiner gefolgt hier. Und ich hoffe vor allen Dingen, es gibt hier. Das Problem bei mir ist, ich weiß immer echt. Oh. Ich weiß immer echt nicht. Sanitätstasche gefällt mir schon mal ganz gut. Erste-Hilfe-Koffer, das gefällt mir auch sehr gut. Mein Problem ist, ich kenne mich mit Waffen einfach null aus. Ich weiß immer nicht, welche Muni wozu gehört, bibapo. Und immer wenn ich spiele, bin ich zu hektisch, als dass ich mir das merken würde. Das ist echt ein Problem. So, kurz mal reloaden. Oh, Alter. Rucksack Stufe 3. Patronengurt, keine Ahnung, das gut ist. Taugt bestimmt irgendwas. Dann haben wir hier noch Verbände, haben wir auch noch. So, und dann muss ich mal ganz kurz gucken. Ich bin. Alter, wo ist denn der Tobi? Der Tobi fährt aber schon, glaube ich. Ich muss dann auf jeden Fall. Ich muss dann gleich meinen Arsch bewegen. Holographisches Visier, keine Ahnung, was wofür gut ist. Ich muss das öfter spielen, damit ich es leer. Oh, Helmstufe 2, alles klar. Holographisches Visier kann ich da drauf packen. Auf beide, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Patronengurt passt auf keins. Gut. Für alle Leute, die PUBG in- und auswendig kennen, es tut mir wirklich leid. Ich werde eure Spielgelüste nicht befriedigen können. Ich bin nicht gut genug. Weil, wie gesagt, ich spiele normalerweise ja eher nicht. Oh, die sieht aber gut aus. Ich weiß nicht genau, ob die besser ist. Nein, nicht wechseln zur Rucksackstufe. Nein, unser Rucksack war viel besser. So. Roger, Roger. Alles gut bei euch? Fox 2, Fox 2. Hey, du fudelst. Oh, Entschuldigung. Ich hab mich voll erschrocken. Wie geht das?
Ich habe keine Ahnung, wie wir das machen. Was, das war nicht Discord. Wie geht das? Gruppenchat irgendwie? Ich habe keine Ahnung, wie man das macht. Und ich kann nicht mal fragen, wie man das macht, weil ich keine Ahnung habe, wie man das macht. 9mm, wahrscheinlich brauche ich die nicht. So, und ich brauche unbedingt gleich ein Auto. Okay, Painkiller ist ganz geil. Polizeiweste kann ich auch gut gebrauchen. Hab noch keine. So, hier ist nichts. Und ich weiß, normalerweise macht man die Türen immer zu, aber ich gehe einfach mal davon aus, dass ich allein hier bin. Und wenn, dann können die... Obwohl, nee, die werden nicht denken, dass das Zombies waren, weil die wissen das, ja? Blendgranate, sehr gut. Was ist das da? Rucksack Stufe 1 braucht man nicht. Aber wir haben auf jeden Fall sehr viele Verbände. Und einen Helm, das ist der, den wir schon haben, ne? Ist exakte Mundo. Und dieses Haus ist, glaube ich, auch sehr generisch. Das steht, glaube ich, ein paar Mal auf der Map, wenn ich das richtig sehe, weil das Dach kam mir gerade sehr bekannt vor. So, Shotgun lasse ich mal weg. Alter, der Schatten. Ich habe mich voll vom Schatten erschrocken. Ich bin so doof. Was ist das denn hier? Vertikaler Angriff. Okay, die rote Zone hat begonnen. Wo ist die rote Zone? Die Pan ist drin. Ich bin zum Glück nicht drin. Ich hoffe, die Pan stirbt jetzt nicht. So, kann ich mit dem fahren? Das wäre natürlich ein Traum. 100 pro nicht. Der warte, warte, warte! Nein, 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 nein! Oh, 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 oh. Die Pan, nein, die Pan, nein! Warte, warte, warte! Nein, die Pan stirbt! Die Pan nein, die Pan stirbt, nein! Der Julian! Oh, Alter! Okay, ich markiere mal hier ganz kurz einen Punkt. Und ich versuche ganz kurz, hier ist eine schöne Bushaltestelle, ich versuche irgendwie, eine Karre ist hier nicht irgendwo zu sehen, ne? Oh nein, die Pan ist tot. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay, der Curry ist da hinten irgendwo. Also wir werden sowieso alle Überlebenden werden ja nach und nach sowieso... Ach, guck mal, da kann man, ach, da kann man auf die Dächer gehen, cool. So. Oh nein, die arme Pan, Mann, das tut mir so leid. Eigentlich, Zombies wären geil, wenn man hier auf so einem Wasserturm sitzt und so. Und die würden da alle hochlaufen. Das wäre eigentlich schon ganz cool. Ach, scheiße, ich brauche ein Auto. Ein Auto. Der Tobi hat echt gleich ein Auto gefunden. Tobi, du Bastard! Und wir werden sowieso bald aufeinander treffen, das weiß ich ja jetzt schon. Okay. Der Curry hat hier eine gelbe Zone markiert und die ist gar nicht mal so weit von unserer entfernt. Ich habe die jetzt außerhalb vom Bombengebiet markiert. Oh, vielleicht kriegen wir dann eine Karre. Aber ich glaube, das Bombengebiet ist, bis wir da sind, ist das Bombengebiet auch schon weg. Das Einzige, was ich jetzt unbedingt noch brauche, ist eine Knarre. Eine Karre. Karren und Knarren. Mein Leben bei PUBG. Knarren und Karren. Und ausharren. Oh, beschränkte Spielbereich. Oh, oh, oh. Wo bin ich? Oh nein. Oh, fuck. Ich brauche dringend ein Auto. Hier ist ein Scheiß. Hier ist ein Bachbett. Bachbett Blue. Die Nummer für einsame Menschen. Hallo, wohnt hier jemand? Ich brauche eine Karre. Ich würde gerne echt looten. Beschränkte Spielbereich in 30 Sekunden. Das ist echt nicht... Oh nein, und ich bin im Bombengebiet. Nein! Okay, das war's. Das war's für mich. Okay. So, Stufe 1. Nein... Irgendwo wird gleich die Zone kommen. Was ist die Lampe hier? Ich dachte, was ist das denn? Stiefelpunk, auch geil. Beschränkte Spielbereich. Irgendwann wird gleich die Zone kommen. Ich kann mir auch gleich die Kugel geben. Ich weiß nicht, ob ich überlebe, wenn ich rauslaufe. Fuck. Langsam und so. Ach, ist das diese hier erstmal? Und ich bin noch safe? Kann das sein? Ich glaube, so ist es. Ja, dann habe ich doch überlebt. Alles klar. Das war nur ein Skill.
Okay. Ach, dann kann ich aber noch, ein bisschen looten. Aber ich brauche unbedingt eine Karre. Mann! Ich brauche unbedingt eine Karre. Es ist so einsam ohne die anderen. Polizeiweste Stufe 2. Sehr gut. Dann haben wir hier noch Rauchgranate. Das Coole ist, wenn wir alle an anderen Orten abspringen, wir kriegen halt alle, also eigentlich mehr Items, bessere Items, weil wir in der Zeit natürlich viel mehr ablooten können. Problem ist nur, wir können uns momentan halt echt nicht koordinieren. Molotow-Cocktail wäre, glaube ich, ganz gut. Ich weiß noch nicht genau, wie man die wirft. Ich habe einfach keine Ahnung. Graue Stiefel brauche ich nur echt nicht. So. Weiß nicht, ob wir das brauchen. Alles klar, das braucht man nicht. Motorradhelm, Stufe 1, Handfeuer, Schalldämpfer für Handfeuerwaffe brauche ich nur auch wirklich nicht, weil ganz ehrlich, im Zombie-Modus drauf geschissen. Oh, ich glaube, die könnte ich... Ah, fuck, hätte ich nicht nachladen sollen. Ich glaube, die können wir ersetzen, aber egal. Rotpunktvisier können wir vielleicht noch brauchen. Ballistische Maske, nice. Habe ich die automatisch an? Ich weiß nicht, kann ich um mich rumgucken? So, die Mini 14, ich weiß nicht, ob die taugt. Ich habe keine Ahnung. Ich würde nur gerne die aktuelle Waffe vielleicht austauschen. Obwohl, das ist genau die gleiche in grün. Dann nehme ich lieber die hier. Okay, alles klar. So, wo war die Treppe? Treppe. So, okay. Ich muss dann nur gucken. Ich kann natürlich nicht die ganze Zeit hier rumhängen. Und vor allem muss ich mal lernen zu rennen. Der Tobi fährt, Alter. Die Sau hat ein Auto. So. Das Problem ist, glaube ich, wenn ich über die Türen zumache, vergesse ich selber, wo ich war. Okay, Benzinkanister können wir gut gebrauchen. Ich glaube, den werden wir später noch brauchen können. Hoffe ich, wenn alles irgendwie läuft, wenn alles optimal läuft. Okay. Keine Ahnung, ob die taugt. Ach nee, die Vektor soll scheiße sein. Also nicht scheiße sein, die soll zu wenig Muni haben. Die SKS, die lobe ich mir. Alles klar, nehmen wir mit. 6 Schuss. Nein, ciao. Ich wechsle doch wieder. Shit. Okay. So, Jojo, es tut mir leid. Ich glaube, du warst gerade AFK. Aber ich kann keine Rücksicht darauf nehmen. So. Ich hoffe, das war der Einzige. Der war auf jeden Fall nicht in der Horde. Das ist gut. Okay, Curry und Tobi haben beide ein Auto. Pan ist leider von uns gegangen. Ruhe und Frieden. Ich weiß nicht, wie man das macht. Ich weiß nicht, wie man sich bekreuzigt. Ich habe keine Ahnung. Und wenn jetzt schon einer in der Nähe war, der hätte mich auch überraschen können. Das hätte ganz anders ausgehen können. Alter, ich brauche unbedingt eine Karre. Steht hier nicht irgendwo an der Straße ein Auto? Ich muss doch irgendwo... Wenn wir drei Karren hätten, das wäre natürlich ein Traum. Drei Jeeps. Und damit die Zombies plattfahren, das wäre natürlich ein Megatraum. Und ich vermisse die anderen. Es ist so ungewohnt, HWSQ zu spielen und die anderen sind nicht dabei. Da ist eine Karre. Da ist eine Karre, mein Freund. So, wie sieht's aus? Oh, und keine Sekunde zu früh. Ist die denn noch intakt? Du willst mich doch verarschen. Die ist doch noch gut. Die taugt doch noch. Für mich hätte die gereicht. Die ist da aber nur ein bisschen Rost dran. Da wäre ich aber mit dem Gröbsten drüber gegangen. Hätte ich ein bisschen weggescheuert. Mit Mock. Kennst du Mock, die Scheuermilch? Die ist voll geil. Das ist voll das Geheimrezept. Immer wenn irgendwas dreckig ist, geh mit Mock rüber. Ist sofort wieder sauber. In der Spüle. Ist die Spüle speckig und gelb? Dann geh mit Mock rüber. Und mit so einem Scheuerschwamm. Der wird sofort wieder wie neu. So, ich glaube, ich habe mir das markiert. Problem ist aber, ich muss jetzt inzwischen... Da ist die Pan gestorben. Rot ist, glaube ich, Tobi. Ich markiere mir das hier mal. Ich brauche echt eine Karre, das darf doch nicht wahr sein.
Und wenn ich eine Karre finde, war es wahrscheinlich Tobis, die irgendwo geparkt hat. Und dann fragt er sich, wo seine Karre ist. Das wäre so lustig. Von den anderen die Autos zu klauen, das wäre so lustig. Das Ding ist aber, die können jetzt die Jobs natürlich abfahren. Das ist natürlich geil. Wir müssen natürlich gucken, wo wir bleiben. So, und was gibt's Schöneres in einer Zombie-Apokalypse als ein heißes Erfrischungsgetränk? Prost, liebe Freunde. Ich proste euch zu. Ah. So. Wenn man stirbt, dann wenigstens mit Stil. So. Läuft jemand hin und her? Nein, okay. Gut. Und ich höre das nächste Zonenrandgebiet. Bam. Ich glaube, der Tobi kommt gerade angefahren. Hallo? Ja, guten Tag. Schön, dass Sie vorbeikommen. Haben Sie noch Platz? Ja, kommen Sie mal rein hier. Oh, das ist super lieb. Ich danke Ihnen. Moment, dauert ein bisschen. Ich bin nicht mehr so neu, ne? Sekunde. So, das ist ja ein schönes Auto, was wir haben. Das russische Baukunst ist das. Ist das einer von diesen Datschas? Alter Tobi, schön, dass du ein Auto hast. Du warst ganz im Norden. Ich habe dich gesehen. Ich habe deinen Weg mit Interesse verfolgt. Ich habe erst überlegt, ob ich dich holen soll. Und da bin ich beim ersten Mal. Der Voice Chat hier ist geil. Ich habe dich gerade überhaupt nicht. Beim ersten Mal habe ich überlegt, ob ich dich holen soll. Und dann warst du weg. Ja, weil ich vergessen habe, ich muss ja T drücken und fahren. Ich habe beim ersten Mal überlegt, wollte ich dich eigentlich nicht holen, weil wir uns eigentlich trennen wollten. So dachte ich mir jetzt beim zweiten Mal, du schaffst es niemals darüber. Du hast gedacht, ich schaff's nicht oder du schaffst es nicht? Nee, ich hab mir gedacht, du wirst es nie darüber schaffen, wegen Brücke und so. Du warst ja zu Fuß unterwegs. Ach so, ja gut, aber das hätte man bestimmt irgendwie, hätte ich es hingekriegt. Ich habe eine Karre gesucht, aber ich habe keine gefunden einfach. Also überall, ja, das Spiel, ist immer so. Das Spiel lockt einen mit so rostigen Jeeps, die sehen aus wie neu, nur ein bisschen Rost dran, aber die fahren einfach nicht. Ja, das ist ein bisschen low manchmal. Vor allem findest du nie ein Auto, wenn du eins brauchst. Ja, genau. Kommen. Außer, ich glaube, der Curry fährt die Drops ab, glaube ich, ne? Ah jo, das kann auch sein. Also ich habe den First Blood habe ich schon gemacht. Okay, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gesehen. Ich hab einen Zombie gesehen, aber ich glaube, der war AFK, muss ich sagen. Ich konnte einfach reinballern, der hat nichts gemacht. Da habe ich mir einfach einen Kill mitgenommen. Warum nicht? Ja, warum nicht? Guck mal, hier ist ein Auto. Ja, geil, das nehme ich mit, oder? Ach klar. Vielen Dank, junger Mann. Ich steig mal um. Problem. Hier habe ich geparkt. Ich weiß gar nicht, wo wir sind. Moment. Tschüsschen, ne? Tschüss, danke nochmal. Hörst du mich eigentlich? Ich höre dich noch. Ja. Ist T eigentlich Teamchat oder Gruppenchat oder ist das jetzt nur hier in der Nähe? Wenn du Steuerung Y drückst, kannst du wechseln, den Chatraum quasi. Achso, ich habe jetzt momentan auf alles einfach. Curry ist tot! Uns auch die Zombies. Curry ist tot! Was? Curry ist tot, Tobi, was sollen wir tun? Scheiße. Wir sind gefickt, Tobi. Wir könnten es probieren, dass wir erstmal auf der Brücke bleiben. Solange wie es halt geht. Wir müssen nur gucken, von welcher Seite die dann kommen. Na gut, einer guckt links, einer guckt rechts am besten. Oder wir stellen uns oben auf die Brücke. Da kommst du nicht so einfach hoch, leider. Okay, ich stelle mich mal hier vorne in Richtung Curry. Ja. Aber wieso okay. Autoexplosion? Wieso ist ein Auto explodiert einfach so? Ich glaube, dass er in der Zone gefahren ist, in der roten. Glaube ich. Okay, das erklärt einiges. Ja, also ich habe 60 Schuss in der Waffe hier, das heißt 60 Kills, ne? Ich habe noch 97. Natürlich jeder Schuss ein Treffer, das ist klar. Warte mal, sind da hinten... Habe ich ja gerade was rumlaufen sehen oder war das jetzt gerade eine Explosion noch? Ich vermisse mein Visier. Willst du einen Vierfach-Scope haben? Ich habe einen Vierfach-Scope für dich. Würde ich gerne nehmen. Ich frage mich gerade, was meinst du, was der Curry dabei hatte? Bestimmt gute Sachen, der war auf der Millibase. Ja, ich meine, wir können ihn mal besuchen vielleicht. Können wir machen, ja.
Aber ich glaube, da vorne hat sich gerade was bewegt, wenn ich das richtig gesehen habe. Da war gerade ein Pixel am Rumlaufen. Ja, da vorne ist ein Zombie. Ich bring dir mal den Vierfachsucher vorbei. Okay, danke dir. Auf meiner Seite ist auf jeden Fall ein Zombie. Ich weiß nicht genau, wie viele es insgesamt sind. Und der war gerade beim Curry. Was ist denn für eine Knarre? Ich weiß nicht, ob du mich gerade hörst. Oh, geil! Ich habe zwei M16-4. Ja gut, das ist so schlimm. Das ist mega sinnlos. Dankeschön! Schön! Ich frage mich gerade, wo die sind. Ob die schon auf der Mini-Base-Seite sind? Also einer war hier geradeaus. Der läuft da wieder, der läuft da wieder. Ist aber nur ein Einzelner. Nee, da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, einige werden wahrscheinlich hier schon sein. Aber ich denke auch mal, dass einige noch über die Brücke kommen. Das heißt aber, die hängen nicht alle zusammen rum. Oder die verstecken sich da gerade alle in der Base. Ich weiß es nicht, aber einer ist ja weggelaufen. Also das wohl eher nicht. Gut, Zombieführer Dennis ist diesmal nicht mit dabei, ne? Ah, na gut, na gut. Der Last Man Standing. Willst du ein Brötchen? Ja, gerne. Eine Semmel. Ja, ja, ich hab geschmiert. Mit Mortadella, wenn du willst. Oh, geil. Schöne Schrippe mit Morta, ey. Und fett Butter drauf. Isst du deine Mortadella mit Butter oder ohne, Tobi? Wurst und sowas esse ich eigentlich tatsächlich gerne mit Margarine. Mit Margarine? Warum mit Margarine? Warum nicht mit Butter? Weiß ich nicht. Ich mag es geschmacklich irgendwie. Schmeckt mir Margarine besser. Frag mich aber nicht, warum. Also bei mir ist es lustigerweise... Ja, wohl, stimmt auch. Margarine mache ich auch manchmal. Aber immer, wenn ich keine... Nee, eigentlich benutze ich immer Margarine, weil die streichzarter ist, weißt du? Butter musst du ja erstmal aus dem Kühlschrank, wenn du aus dem Kühlschrank kommst, hast du diesen Klumpen und dann versuchst du auf den Toast zu schmieren, dann machst du den ganzen Toast kaputt. Den Toast einfach im Arsch, ja. Ja. Nimmst einfach ein Stück Butter, nimmst das Toast, tust da so um die Butter rum, einfach so einmal so einquetschen und darum dann die Wurst. Oder einfach die Butter kurz in Erdbeermarmelade tunken. Oh, geil. Also hier auf der Seite ist es... erschreckend ruhig. Die waren eigentlich auch drauf. Wobei, jetzt kann es sein, vielleicht schwimmen die auch, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. Oben am Fernsehturm. Da ist diese eine Kuppel. Da steht einer. Aha. Ach, da oben, jau. Ja. Ob er den erwischt von hier? Nee, ne? Ist AFK, ne? Nee, der bewegt sich. Der geht wieder runter. Vielleicht ein Scout. Ich könnte es mir vorstellen. Okay, die Zone kommt da hinten, mal gucken. Aber hier kommt nichts über die Brücke. Das heißt, die sind alle auf der anderen Seite. Wahrscheinlich bei der Base schon, könnte ich mir vorstellen, oder? Kann ich gar nicht sein, dass hier nichts über die Brücke kommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, oder unter der Brücke. Ich gehe mal ganz kurz unter die Brücke gucken. Aber, wie gesagt, oben hat gerade einer gescoutet. Obwohl, ich weiß nicht, ob der uns hier sehen kann. Auf die Entfernung. Wir haben ja Zoom. Die haben ja nix, die Zombies, ne? Ja, ja, genau. Wir haben uns komisch, hier rumzulaufen und Tee zu drücken die ganze Zeit. Ja. Ich vergesse es manchmal. Ich ja nicht so. Aha, da hinten Richtung 300 liegt auch einer am Strand. Der guckt, ob wir durchs Wasser kommen. Oh, alles klar, okay. Also hier unten ist soweit clean. Ich guck mal. Jo, der robbt sich da gerade lustigerweise rum. Wir könnten übrigens auch robben die ganze Zeit. Also wir bleiben bei der Brücke, weil die so eine Schneise ist. Weil die können sich ja nicht so richtig, obwohl doch, die können sich am Wohnwagen da hinten zum Beispiel verstecken und so. Aber die Zone wird natürlich über die Brücke rübergehen. Wir müssen also so oder so bald los. Okay, wir müssen weiter, ja. Ja. Wir könnten an die Klippe gehen, weil die können von hinten dann nicht kommen. Kannst du auf der Karte markieren? Ja, habe ich. Rot. Roter Punkt. Aber da, wir können halt nach hinten nicht mehr weg dann. Das ist das Problem.
Irgendwo müssen wir ja hin. Ich folg dir mal einfach. Ja, lass es mal da. Oder fahren wir? Doch, wir müssen da hin. Warum fährt man nicht? Achso, ich bin. Warte mal. Ich bin falsch eingestiegen. Warte kurz. Steuerung 1. Sag mal. Alles klar. Ich weiß nicht, warum der sich immer falsch hinsetzt. Okay. Komm mal. Diese scheiß Datscha-Kisten. Die kommen die scheiß Hügel nicht hoch, ne? Vielleicht da, wo es flacher ist? Richtige Schrottmöhren. Ja, ich bin froh, dass ich keinen Fiat Uno fahre. Boah, hier bei mir ist einer. Steuerung schwimmt zum Glück nicht. Okay. Oh, hier sind noch sehr viele. Hier sind sehr viele. Fuck. Okay, die haben sie erwartet, glaube ich. Ich fahre gerade außen rum ein bisschen. Also ich könnte von der anderen Seite gleich dazu stoßen. Oh, ich sehe gerade, die laufen alle auf dich zu. Die wissen, dass du da bist. Tobi, ich muss kurz vom Tee gehen. Ja, ja. Alter, sind das viele. Sehr gut. Gott. Ich komme. Alter, wie krass. Oh mein Gott. Irgendwer hat hier gerade Musik. Wieso treffe ich keinen? Ah, jetzt! Wie schneide ich die Jungfrau? Alter, ist hier was los. Und der Tobi kann gerade auch nicht quatschen, weil wir gerade... So, was ist hier los? Entschuldigung, Dönen. Es tut mir leid. Alter, die Kisten sind echt so lahm. Oh, ich hab Navy ausgenockt. Der streamt übrigens gerade. Heimlich. Super, Leute überfahren macht Spaß. Aber das Auto ist echt endscheiße. Ja, Achtung, die Zone kommt, wir müssen. Was? Der kleine Tiki hat mich da. Einfach mal beim Weiterfahren noch ein paar Leute mitgenommen. Oh, hier steht hinter jedem Baum ein. Oh, Tobi. Hi, Erik. Hey, Tobi. Wo fährst du hin? Sind wir in der Zone? Ich weiß gar nicht, wohin fahren. Keine Fresse. Auskopf, komm. Beste Versuch. Oh nein. Oh nein, nein. Entschuldigung, ich kann nicht fahren. Hui.
Alter, dieser Datscha, der ist einfach so... Tobi, der Datscha ist so nervig. Eis, frisches Eis. Kommt alle zu meinem Eiswagen. Der Datscha ist echt eine scheiß Karre dafür, ja, weil der hier auf dem Hügel nicht so richtig vorkommt. Nicht bei mir, nicht bei mir! Ja, so gar nichts. Kostenloses Eis, kommen Sie her! Boah, nur so viele. Entschuldigung, kann ich fahren? Oh. Mach auf TTT. Au. Noch mal drüber. Alter, der Datscha ist super. Beste Karre. Sag mal. Der Datscha ist so scheiße! Hey, Tobi, Mann. Hi. Oh, Zone kommt, Vorsicht. Alter. Oh nein, 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 nein! Boah! Oh, warte, warte, warte. Die Kiste ist so lame. Ja, noch schneller. Oh nein. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Time to say good. Bye. La 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 la. Ich frag mich, Tobi? Ja. Ich frag mich, ob Curry und Spaß haben. Stimmt. Nein! Nein! Oh. Fuck! Ich hab noch ein paar mitgenommen. Nein, du bist tot! Oh, Erik! Nein! Aufpassen, geht bald weiter. Kannst du mich mitnehmen? Ich liebe dich! Lass mich leben! Abbrand! Nein! Doch nach Maggi, Alter. Oh, Alter, Alter, Alter. Alter, was ist denn hier los? Voller Schlachtfest. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh nein, Tobi's Datscha. Oh, Alter. Du bist asozial. Hilfe, Alter, ich will nicht mehr! Alter! Nein! Nein, Mann!
Ich hab einen rangetötet. Was? Fahren hat jetzt bitte irgendwo. Au, 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 au. Aber egal. Boah, ich bin voll angespannt. Nein! Leute. Alter, war gut in dem Spiel. Nein, 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 Faktzone, Faktzone. Nein, Faktzone. Faktzone, Faktzone. Oh, Faktzone. Du Opfer. Ich häng mir nicht auf dem Auto rum, Alter. Du kannst es schaffen. Ich steig aus dort. Was nicht? Töte mich, töte mich! Okay, alles klar. Boah, Alter. Lösch dich, lösch dich, Opfer. Bitte lösch dich. Lösch dich. GG. Richtig geil. Alter, war ich gerade angespannt, so angespannt. Hattest du jetzt zum Schluss kein Benzin mehr? Oder bist du ich war eh fast tot. Wäre ich noch einmal aus der Zone rausgefallen, wäre ich halt doof gestorben und ich wollte ihn noch vom Auto runterschießen. Alter, das wäre so cool. Ey, wie geil das gewesen wäre, wenn du das Auto in die Luft hättest jagen können. Ja, das wäre halt Ultimo. Hätte ich eine Granate oder so, aber wir haben fahren. Ich konnte, ich konnte aber nichts machen. Ich war so angespannt. Also ich meine, guck mal, es war halt viel Bäume dabei. Du musstest halt im Auto bleiben, weil sonst hättest du... Ja, ja, das war eh. Und mit dem Dacia hier rumfahren, das ist ein Traum einfach. Das Auto ist einfach wow. Alter. Was ist denn mit Tarn passiert? Alter, ich glaube, das war nicht das letzte Mal. Das war wirklich, ey, das war wirklich, ich fand das wirklich interessant. Ich fand das also ja. Aber ja, das ist eine berechtigte Frage gerade. Was ist mit Pan passiert? Was ist mit Pan passiert? Ich frage mich so, was macht die da so? Also Bombenareal und mit einem Zombie im Haus ist meine Vermutung. Ja, ich war Bombenareal. Man hört dich noch, ne? Und ich geh mal raus aus der Lobby hier. Ja, ich mach das auch mal. Ist Curry nicht einfach explodiert? Also Pan, ja, hat glaube ich irgendwas gemeint, dass sie irgendwie umzingelt war im Genau, ich war ganz oben auf dem Hügel, da war nur ein einziges Haus, ne? Hab da gelootet und dann merke ich so, dass 3-4 Zombies irgendwie vorbeilaufen. Die rote Zone war aber da, das heißt, die wären reingegangen und ich nur so irgendwie, was? Und auf einmal war ich mittendrin, das Haus war umstellt und alle sind halt ins Haus. Direkt zu Anfang, ich war mittendrin, da wo gar kein Schwein regulär ist, ey, das war, ja, ich hatte keine Chance. Ich hab nur die Haltschreie gehört. Halt, nein, halt, nein, nein. Ja, genau. Ja, genau. Ich wollte noch einen Deal mit denen machen, ey. Und die Zone ist leider. Ja, ich war ja zur Military Base gefahren, da wo die Zone jetzt geendet ist. Hatte übelstes Zonenglück und so. Alles gut, ne? Konnte alles looten. Ich hatte eine Dreierweste, einen Dreierhelm, hatte, glaube ich, vier Loot Drops irgendwie geholt. Alleine. Aha. Und dann hatte ich noch eine Adrenalinspitze. Ich hatte alles, was ich brauchte. Oh Mann. Wir hätten dich holen sollen. Nee, ich war ja in eure Richtung, aber ich wollte jetzt noch nicht direkt connecten. Ich bin halt dann wieder umgedreht und wollte auf die Military-Insel fahren. Und war dann erst auf der Brücke und dann bin ich halt in Richtung Military-Insel gefahren und dann war ich halt komplett im roten Feld. War kurz vorm Haus, war schon fast ausgestiegen und dann kam die Bombe und dann war es vorbei. Es war halt komplett direkt Auto explodiert und Ende. Boah, wie bitter. Alter, es war so bitter. Und dann schaltet man zu euch so rüber und hört einfach, wie ihr über Butterbrötchen redet. Und isst du deine Mutterdella mit? Das war so klar einfach. Ich wusste gar nicht, dass ihr uns hören könnt, wenn ihr rüberschaltet. Ja, ja, doch. Ach so. Ja, unsere geilen, intimen Gespräche, Alter. Aber hast du echt gut gemacht, gerade Gespräche? Ja, ja, ich auch der Tobi immer wieder rausgejumpt. Boah, ja. Rückwärtsgang war mega von Erik. Boah, das hat so Spaß gemacht. Und die sind alle anderen gelaufen gekommen und dann bam. Ich war so auf 180. Geil, wie der Tobi auch immer in Ego-Sicht einfach durchspielt, ne? Das ist echt cool.
Ja, ich finde Ego-Sicht ist schon geil. Also ich ja. Mach mehr Laune. Macht Spaß. Also ich wechsle irgendwie zwischendurch immer. Ich mach mal Ego-Sicht schön, mal wieder raus, um mehr zu sehen. Also lass uns das bitte noch einmal machen. Ich fand das echt. Vielleicht mal mit 2-2 Teams so, dass 2-2 zusammen sind. Das wäre auch also interessant. Heute noch oder beim nächsten Mal? Nee, das, mir ist das egal. Ich also ich würde jetzt erstmal was anderes spielen vielleicht. Ja, für ein bisschen Abwechslung. Ne? Und dann nächste Aufnahmesession auf jeden Fall wieder zur Minus. Genau, also, jetzt wieder ein bisschen Uno, damit wir uns hassen und dann können wir ja gucken. Das hat echt Spaß gemacht, Mann. Ja, das war richtig cool. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber war was geil. Anderes. Es war ungewohnt, eine HWSQ-Folge ohne euch zu haben, so größtenteils. Ja, ich habe mich einfach auch so alleine gefühlt. Irgendwie. Ich habe teilweise, hab teilweise das Kommentieren einfach vergessen. Ich habe teilweise nichts gesagt. So, und oh, so, oh ja, Entschuldigung. Also wie immer, Tobi, alles wie immer. Ja, genau. Ich lade einfach nur Gameplay hoch. Ach, geil. Und zwischendurch der Tobi einfach, der Tobi sagt nichts, weißt du, und zwischendurch einfach nur, ist das ein fucking Ernst Curry? Einfach so aus dem Nichts, weißt du. Das ist wie ein sehr einseitiges Telefonat. Das war schön. Ha. Ja gut, ja geil. Hat Spaß gemacht. Naja, Freunde, das war schön. Das war sehr schön. Dass Sie mitgemacht haben auf jeden Fall. Ne? Das ist ja, vielen Dank fürs dabei sein. Wenn ich jetzt T drücke, hören die mich noch? Nein. Ich glaube nicht. Ciao, okay, Erik. Klar. Ja, tschüss, und ich, macht's gut. Also gerne ich auch, hier gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ciao. Was man denn noch für Matches machen könnte, oder? Abend. Also fand ich auch. Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Tschüss. Wir hören dich. Achso, tschüss. Ja, komm mal nach Hause. Du kannst du den Loot hoch einstellen, ne? Mhm. Und kannst du auch einstellen, dass nur bestimmte Sachen spawnen, ne? Ja, das heißt, genau. Wenn du Granaten auf ganz hoch einstellst, sodass wir nur mit Granaten gehen, die Zombies, Granaten und Fahrzeuge, das wäre auch ganz lustig. Ja. Ja, ich auch, aber... Ja, klar. Aber er hat mit uns geredet! Hm. Hätte auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir brauchen noch eine Pfannenrunde. Wir brauchen noch eine Pfannenrunde. Ja, auf jeden Fall. Einfach. Ja. Ja. Oder so bon, oh, ich glaube, die Zombies hören alles, was ich sage, glaube ich. Auch die ganze Abmoderation. Cool. Ja. Okay. Ich war echt scheiße. Wir waren alle schon. Achso, die waren ja nur dich. So, liebe Grüße an die Zombies. Hallo. Das war echt schön. War echt schön. Ja. Ach, cool. Ja, okay, Freunde. Gut. Würde ich sagen, verabschieden wir uns für diese Folge. Jawohl. Vielen Dank fürs Mitmachen an alle, die dabei waren. Es hat mich echt gefreut, euch totzufahren. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder in einer späteren Runde. Jetzt erstmal gucken, was wir spielen. Ich weiß noch nicht, was das nächste wird. Ich Uno, tschüss. Bis später. Ciao. Alles klar, alles klar. Tobi, ich hasse dich. Tobi, du Bastard. Du Fracke, kurz 4x10, 8x10. Alles klar. Ciao, mit V. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ciao.